nun gut, das soll uns erstmal reichen an Hintergrundinformationen. War ja recht ausgiebig. Und die Sonne geht langsam unter. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt gemächlich Richtung Anwesen lappern. Tappern. Und dann schauen, ob wir einigermaßen reinkommen. Wir sollten auf jeden Fall warten, bis die Sonne ganz untergegangen ist. Und dann nochmal ein Auge drauf werfen, ob die Wache da noch ist, wo sie auch letztes Mal war. Oder ob da vielleicht eine Ablösung inzwischen gekommen ist. Wobei das hier ja recht rigoros gehandhabt wird anscheinend. Sieht fast so aus, als wären es immer genau die gleichen Wachen an genau den gleichen Stellen. Aber die Rüstung ist ja auch recht irreführend. Vielleicht sollten wir uns einfach mal selber so eine Rüstung zulegen. Das wäre bestimmt eine super Tarnung. Jetzt ist nur die Frage, wie die Stadtwachen darauf reagieren, wenn wir ertappt werden würden in so einer Rüstung als Nicht-Stadtwache. Für einen Notfall wäre es auf jeden Fall ganz gut, sowas zu haben. Wenn wir dann irgendwann einen Ort haben, wo wir uns permanent niederlassen, könnten wir da sowas dann lagern und falls wir es denn mal brauchen, einfach rauskramen. So, die Wachen zünden schon die Fackeln an. Das ist ein gutes Zeichen. Heißt, es wird langsam dunkel genug. Aber die Wache war ja gar nicht das Problem. Die wird höchstens bei unserer Flucht ein Problem werden vielleicht. Vielmehr die hier vorne. Gucken wir mal, ob wir die von hier schon sehen. Denn im Idealfall sollte die uns heute gar nicht erst sehen. Denn wenn wir jetzt hier einmal durchlaufen und die uns sieht und die Wache später befragt wird, wen sie denn am betroffenen Tag gesehen hat, dann wird sie auf jeden Fall uns auch erwähnen. Vor allem, weil es so nah an der Abendstunde ist. Na komm, wo versteckst du dich, du Wache? Da hinten, direkt vom Alchemisten. Sehr gut, dann schleichen wir doch mal. Beziehungsweise wir gehen einfach nur langsam und bedächtig. So, jetzt sieht er uns nicht mehr, selbst wenn er sich umdreht. Sehr schön. Und hier hoch. Sehr gut. Erstmal eine Ecke verkriechen. Ganz kurz durchatmen. Und wenn wir es jetzt richtig gesehen haben, ist das derselbe Patrouillenweg wie letztes Mal auch. Also sie starten irgendwo da hinten vor dem Ratshaus Lalu, gehen dann hier einmal lang, hier um die Ecke zum Alchemisten und drehen dann wieder um. Auch wenn wir uns darauf nicht wirklich verlassen können, weil so eine Schicht muss ganz schön langweilig sein. Der wird einfach mal irgendwann zwischendurch auf eine andere Route gehen, einfach so um die Langeweile zu brechen. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Es müsste jetzt spät genug sein. Ja, Sonne ist vollkommen weg. Dann schleichen wir uns doch mal da rein und gucken, ob der Schlüssel rüber wirklich passt. Ja, das schaut gut aus. Was haben wir hier? Bücherregal, lauter Krimskrams. Oh, eine kleine Schatulle. Es geht nach oben, es geht nach unten. Lauschen wir mal ganz kurz. Scheint ruhig zu sein. Noch eine Tür. Hier auch mal kurz lauschen. Einmal durchs Schlüsselloch späten. Nö, scheint niemand drin zu sein. Und auch hier passt der Schlüssel. Sehr schön. Oh, sauber, sauber. Hier könnten wir auf jeden Fall einmal ausräumen. Aber wenn er zu dieser Stunde nicht hier ist, das müsste jetzt so zur 8. Stunde ungefähr rum sein. Ist er denn gar nicht im Haus und irgendwo in der Taverne oder lungert er vielleicht irgendwo unten rum? Es wäre natürlich sehr praktisch zu wissen, ob er überhaupt hier ist oder nicht. Weil wenn er nicht hier ist, können wir das ganze Teil quasi ausräumen. Gucken wir mal ganz vorsichtig. Oh, es geht noch weiter runter. Was ist denn das hier? Ein Essenssaal. Da war definitiv jemand. Er dürfte uns nicht gesehen haben. Und er scheint unten am Essen zu sein. Also schön leise sein und nicht allzu lange hier drinnen aufhalten.
Was nehmen wir dann am besten mit? Wir nehmen. Also, wir sollten nicht allzu viel mitnehmen. Wir sollten uns beeilen. Wir sollten nicht allzu viel mitnehmen, denn vielleicht will die Diebesgilde ja selber hier einbrechen. Und es wäre nicht so schön, wenn da nichts mehr zum Stehlen hier wäre. So. Das schaut soweit gut aus. Die Schatulle hier. Müssten wir aufknacken. Hoffen wir mal, dass es kein allzu schweres Schloss ist. Oh, das ging ja leicht. Was zu essen und Federn. Ist der alles in seinen Schatullen aufbewahrt, aber na gut. Der hin schnell hoch. Im Schlafzimmer nochmal ausgeräumt. Vor allem die Kiste und die Kiste. Das war leicht. Jede Menge Alkohol. Da nehmen wir doch mal so das Gröbste mit. Lassen noch genug da, falls jemand anderes hier auch noch einbrechen soll. Au. Ah, was war das? Hat er das gehört? Wir hören keine schnellen Schritte oder so. Okay. 50 Draken. Nehmen wir die Hälfte mit. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Wir müssen uns ja gönnen. Und oh. Sehr teure Kleidung. Davon nehmen wir doch auch mal die Hälfte mit. Rollen die schön in einem Bündel zusammen. Machen alle Schubladen wieder zu. Machen die Kiste zu. Machen die Kiste zu. Was haben wir hier noch? Noch mehr Kleidung. Okay, davon nehmen wir auch noch ein, zwei mit. Alles schön zusammenrollen, in unserem Rucksack verstauen, die Tür auch wieder zumachen. Und dann soll es auch langsam reichen. Wir waren schon viel zu lange hier drin. Tür zu. Ist inzwischen hier oben? Nein, ist immer noch unten am Essen. Sehr gut. Die Kiste auch noch zumachen und verschließen. Haben wir nicht irgendwas Wertvolles noch übersehen? Wahrscheinlich ist irgendeines der Bücher sehr wertvoll und wir kennen uns damit einfach noch nicht genug aus. Aber das soll jetzt auch so reichen. Wir haben ein paar Bücher mitgenommen. Recht wertvoll aussehende Kleidung, die wir verkaufen können. Das muss reichen. So, die Tür auch wieder schön zugezogen und zugeschlossen. Mit dem Schlüssel. Und jetzt müssen wir nur noch hier wegkommen. Ja, Dietrich aus der Hand. Das wäre doch ein wenig zu auffällig. Und jetzt müssten wir eigentlich nur hier warten und gucken, wann der Fackelschein kommt. Wenn die Patrouille ihren alteingesessenen Weg geht, müssten wir entweder einen Fackelschein von da kommen sehen. Oh, wir hören Schritte. Das war aber keine Wache. Da kommt ein Fackelschein. Sehr gut. Es ist nicht gut, wenn du so berechnend bist. Oh. So viel dazu. Der macht doch einen kleinen Schwenker. Kommt sogar ganz schön nah, wenn man dem Fackellicht trauen darf. So, den Schritt nach geht er jetzt in die Richtung, also eventuell Richtung Alchemist. Da hinten ist der Zivilist, dann huschen wir mal ganz schnell ein wenig schneller um die Hausecken. Komm schon. Sehr gut. Hier dürfte uns jetzt keiner mehr sehen können. Überschlagen wir mal ganz kurz, was wir gefunden haben. 1, 2, 3, 4, 5 Bücher. Alle schön auf einem Stapel, einmal zusammengezurrt. Die Klamotten hatten wir schon im Bündel. Damit jetzt nichts großartig hin und her schlackert, wenn wir uns auf dem Weg nach Hause machen. Können wir hier rum? Ja, sehr gut. Also die Wache müsste jetzt eigentlich da hinten beschäftigt sein. Oh, die kommt gerade zurück. Wir sind nicht in Eile. Man sollte auf jeden Fall nie in Eile sein bei solchen Aktionen. Wir warten jetzt einfach hier für ein, zwei Minuten und hoffen, dass er da wieder umdreht. Oh. Das sind Schritte. Jetzt guckt er wahrscheinlich gerade in die Richtung. Wartet eine Weile und dreht dann wieder seine Runde. Komm schon, geh los, wir wollen deine Schritte hören. Ja, jetzt müsste er umgedreht sein. Das war der Zivilist. Umso besser. Und jetzt sprinten wir noch kurz das Stückchen hier runter.
Und ab hier können wir ganz normal so tun, als wenn wir auf einem abendlichen Spaziergang wären. Sehr, sehr schön. Wir sollten es trotzdem vermeiden, von jemandem gesehen zu werden. Die Wache dürfte uns von dem Winkel aus nicht ins Gesicht gucken können. Also wird sie bloß jemanden in blauer Kleidung hier lang gehen sehen. Wobei blaue Kleidung, hätten uns doch vielleicht etwas unauffälliger ansehen sollen. Ja, wir sollten auf keinen Fall die Kleidung anziehen, die wir jetzt gerade geklaut haben. Und wir sollten auch bei Zeiten diese Kleidung loswerden und uns ganz gewöhnliche, ordentliche, nicht zerschlissene und nicht stinkende Kleidung besorgen. Und wo laufen wir gerade überhaupt hin? Wir wollten eigentlich zurück in unser Zimmer, oder? Na, hilft alles nichts. Denn übernachten wir heute mal einfach in der Diebesgilde. Da dürfte die Stadtwache auf keinen Fall hinkommen. So, rein da. So, hier müssten wir unsere Beute loswerden können, ohne uns irgendwelche Gedanken machen zu müssen, ob das nicht auf uns zurückverfolgt wird. Sind ja schließlich unsere Brüder und Schwestern hier. Ich vermute, ihr wollt etwas. Also gucken wir mal. Kaufst du zufällig Bücher? Nein. Sie sieht eher aus wie die Frau fürs Grobe. Verkauft ihr nur Schwerter, Keulen und Wurfwaffen? Dann vielleicht die Kleidung? Oh ja, wir können die Kleidung hier loswerden. Sogar ziemlich teuer loswerden. So viel Gold hat sie anscheinend gar nicht. Ah, umso besser. Dann nehmen wir doch mal ein, zwei Sachen weg. Versuchen noch den Preis ein wenig hochzutreiben. Was sie auch mitmacht. Sehr schön. Und anscheinend gefällt die Kleidung gleich so sehr, dass sie sofort überstülpt. Sieht aber auch sehr schick aus. Wäre aber für uns viel zu auffällig. Mal ganz davon abgesehen, dass wir keine Roben tragen würden wegen der Beinfreiheit. Aber na gut. Ich höre. Du kaufst nicht zufällig Bücher? Nein. Und Honigmond wird auch keinen Handel betreiben, oder? Nein. Erst wenn wir etwas höher sind. Kann nur Rang oberen bedienen. Aber wir können jetzt endlich den Schlüssel geben. Und auch ohne ein schlechtes Gewissen den Schlüssel geben, denn wir haben ja nur ein wenig was mitgehen lassen. Und sie hat uns nie explizit gesagt, dass wir ihn nicht benutzen dürfen. Wo? Diamant, Diebesgilde? Oh oh. Wir haben den Schlüssel doch noch, oder? Ja, hier. Ja, Habasi mag diesen Schlüssel sehr. Habasi wird euch für diesen Schlüssel gut bezahlen. 500 Draken. Definitiv gut bezahlt. Das heißt, wir haben jetzt 826 Draken, noch die ganzen Bücher, also die Hälfte von denen, die wir finden konnten, und ein, zwei Kleidungsstücke. Sehr, sehr schön. Ist das Zimmer oben für uns noch frei? Das wäre natürlich sehr schön. Und wir sind wieder falsch abgebogen. Das Zimmer hier wäre bestimmt jederzeit für uns frei. Ich grüße euch. Worüber nee. Wollen wir reden? Wir hätten gerne ein Bett. 10 Draken, ja. Aber ja, das Zimmer hier zum Beispiel könnten wir uns auch versuchen permanent zu mieten. Also dann drücken wir ihm einfach 200, 300 Draken in die Hand und sagen, wir hätten gerne das Zimmer für ein, zwei Monate. Da lässt er bestimmt mit sich reden, zumal wir ja auch Mitglied der Diebesgilde hier sind. Aber gut, stapeln wir unsere Beute. Machen wir hier mal ein wenig Platz. Also, verschiedene Arten des Glaubens. Sayonis Lektion. Oh, das ist aber ganz schön groß. Hoffen wir mal, der Preis ist dementsprechend. Die östlichen Provinzen, die Abbilder, Neuland, Eroberung, Besiedelung. Also abgesehen von dem letzten Buch klingt das alles recht religiös. Haben wir da jetzt gerade einen Priester bestohlen? Das wäre ja nicht so schön. Oh, und dennoch ein wertvolles Hemd und einen wertvollen Gürtel. Und natürlich auch noch die 540 Draken. Also die Belohnung von Habasi und die Draken, die wir in der Schatulle gefunden haben.
Und den Alkohol. Stimmt, den Alkohol nicht zu vergessen. Davon können wir uns doch mal gleich einen guten leisten. Syrodylischer Weinbrand. Der müsste gut was wert sein. Aber wir können es uns momentan ja leisten. Also auf uns!